Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend in dieser Vorweihnachtszeit. Ich begrüße Sie zu einem der nächsten neurochirurgischen Webinars. Mein Name ist Professor Kehler. Ich bin der Leiter der neurochirurgischen Abteilung hier in der Asklepios Klinik Altona. Heute ist unser Thema, können wir vielleicht das erste Bild gleich einmal haben, die Spinalkanalstenose. Ich habe das mit dem Untertitel genommen. Ich kann nicht laufen, Fahrradfahren klappt aber gut. Und das sagt schon ganz viel über diese Erkrankung aus. Aber ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten erst einmal ganz kurz erzählen, was die Neurochirurgie ist, was wir da so machen, bevor ich dann auf diese spezielle Erkrankung komme. Die Neurochirurgie beschäftigt sich mit dem Hirnnerven, mit dem Gehirn, mit dem Rückenmark, mit der Wirbelsäule. Und so haben wir ein großes Potpourri, was wir behandeln. Das Ärzteteam in der Asklepios Klinik Altona besteht auf 4 Oberärzten, 3 Fachärzten, 5 Assistenzärzte und dann komme ich noch dazu. Und wir machen etwa 1800 Operationen im Jahr, wobei wir dabei auch eine neurochirurgische Versorgung wirklich rund um die Uhr gewährleisten. Also wir sind 24 Stunden am Tag für Sie da, 7 Tage in der Woche. Das ist der große Vorteil an einer großen Klinik, dass wenn irgendwas ist, auch wenn Sie mal operiert werden sollten, eine Komplikation auftreten sollte, immer ist jemand da, der sich darum kümmern kann. Ein ganz großer Schwerpunkt in der Neurochirurgie in Altona sind die Hirntumoren. Sie sehen hier ganz viele verschiedene Tumoren. Sie sehen, wie furchtbar diese aussehen. Viele Hirntumoren kann man heute heilen. Nicht alle leider. Es gibt natürlich auch ganz bösartige Hirntumoren, die nach wie vor keine besonders gute Aussicht haben. Aber in vielen Fällen kann man doch das Leben auch mit einer guten Lebensqualität verlängern. Ein zweiter großer Schwerpunkt sind bei uns die sogenannten Gefäßerkrankungen des Gehirns. Das sind also Aneurysmen, Aussackung der Blutgefäße, die platzen können, Hirnblutungen, Angiome. Und da haben wir eine besonders enge Zusammenarbeit in unserem sogenannten neurovaskulären Zentrum zusammen mit den Neurologen und den Neuroradiologen. Ein nächster großer Schwerpunkt, das sind die sogenannten Gesichtsschmerzen, die einschießenden, triggerbaren Gesichtsschmerzen, die sogenannte Trigeminusneuralgie. Hier kommen die Patienten aus ganz Deutschland zu uns. Wir behandeln dieses ganz routinemäßig und sollte irgendjemand ein Problem damit haben, ist er sicher bei uns gut aufgehoben. Davon machen wir etwa 100 Eingriffe im Jahr von dieser eher seltenen Erkrankung. Der nächste große Schwerpunkt, das ist der sogenannte Alterswasserkopf oder Normaldruckhydrozephalus, der mit einer Gangstörung, mit einer Inkontinenz und Demenz auftritt. Und Patienten, die eine solche Erkrankung haben, die brauchen unbedingt eine Bildgebung vom Kopf, um zu sehen, ob da nicht ein erweitertes Hirnkammersystem dahinter steckt. Und wenn man so einen Altershirndruck hat, also eine Gangstörung im Alter, vielleicht mit ein bisschen Inkontinenz, ein bisschen Gedächtnisstörung, sollte man immer danach gucken. Wenn man nichts dagegen tut, wird es von alleine leider immer schlechter, wie Sie das hier auf diesem Bild einmal sehen. Hier, das sind wir Normalen, die gesund sind. Wir werden natürlich immer älter und kriegen irgendwann eine Gangstörung, werden vielleicht irgendwann auch sterben. Wenn man aber diesen Normaldruckhydrozephalus hat, dann ist das alles in einer ganz kurzen Zeit so. Hier sind so ein paar Symptome nochmal und es ist wichtig, dass manchmal auch nur eine Gangstörung vorliegt bei diesem Patienten. Und eine Gangstörung im Alter oder eine Gangstörung Inkontinenz sollten Sie immer darauf achten, Ihren Arzt fragen, ob nicht mal ein solcher Altershirndruck dahinter liegen kann. In Hamburg sind 20.000 Menschen davon betroffen. Man kann das sehr gut behandeln. Hier sehen Sie nochmal die weite Hirnkammer auf der rechten Seite, wenn es nicht weit ist, haben Sie diese Erkrankung nicht. Man kann das heute sehr gut behandeln mit Schanz oder mit dem Endoskop und man kann sie dann sozusagen wieder auf das normale Altern verbessern.
Diese Erkrankung geht häufig auch mit einer Demenz einher. Demenz ist immer nur ein Symptom einer Erkrankung. Und Sie sehen hier verschiedene Erkrankungen, bei denen die Patienten eine Demenz entwickelt haben, zum Beispiel Hirntumoren oder hier ein sogenanntes chronisches Subduralhämatom oder so ein Altershirndruck. Diese Sachen kann man alle chirurgisch behandeln. Wichtig für Sie ist, dass Demenz nicht Alzheimer ist, sondern Demenz ist immer ein Symptom einer Erkrankung. Und man muss immer gucken, woher denn dieses kommt. Und jeder, der eine Demenz hat, braucht immer eine Bildgebung vom Kopf, eine Computertomographie oder besser noch eine Kernspintomographie. Und der nächste Schwerpunkt jetzt ist die Wirbelsäule. Sie sehen hier ganz viele verschiedene Wirbelsäulen, Veränderungen an der Lendenwirbelsäule, hier mit einer Skoliose, eine Fraktur, ein Tumor und hier Stabilisierung und hier zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall. All diese Operationen, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, aber auch insbesondere die Wirbelsäulenoperationen, die werden heute alle mikrochirurgisch mit dem Mikroskop operiert. Und das Mikroskop alleine reicht uns gar nicht. Wir kriegen häufig noch zusätzliche Informationen in das Mikroskop eingespielt, damit das alles besser funktioniert. Und hier sehen Sie den Hightech-Fuhrpark aus unserem OP. Wir haben eine Navigation, ähnlich wie Sie im Auto eine Navigation haben, um an die richtige Stelle zu fahren, haben wir eine Navigation im Körper selbst, die wir benutzen können, um immer an der richtigen Stelle und zu sein und vor wichtigen Dingen gewarnt zu werden. Wir haben eine intraoperative Bildgebung, die Sonographie, wir haben das Röntgen, wir können die Nerven während der Operation überwachen mit dem sogenannten intraoperativen Monitoring oder wir können auch mit einem Endoskop zusätzlich reinkommen, um die Ecken schauen. Und diese Sachen, all diese Techniken, die kommen natürlich auch bei unseren Wirbelsäulenoperationen zum Einsatz und auch bei den Operationen der Wirbelkanalstenose, über die wir jetzt uns unterhalten wollen. Wirbelkanalstenose bedeutet eigentlich Enge des Wirbelkanals und wird auch mal so als enger Spinalkanal, als Lumbalstenose, also eine Enge des Lendenwirbelsäulenkanals, bezeichnet. Nur, dass sie nicht verwirrt sind manchmal, dass diese Begriffe auch synonym benutzt werden. Rückenschmerzen ist ja super häufig. Und wenn ich so in die Runde gucke bei Vorlesungen und frage, wie häufig hat jemand denn schon mal Rückenschmerzen gehabt, da geht eigentlich bei fast jedem Teilnehmer irgendwie die Hand hoch. Wir rechnen hier mit einer sehr konservativen Zahl von 50-80%, aber wahrscheinlich ist das, je länger wir leben, noch deutlich höher. Die Rückenschmerzen durch Bandscheiben assoziierte oder Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule. Wenn wir eine Kernspintomographie machen, dann sehen wir bei über 60-Jährigen in 20% der Fälle bereits eine Wirbelkanaleinengung, eine Spinalkanalstenose. Aber eine Spinalkanalstenose muss nicht längst immer symptomatisch sein und Beschwerden machen. Aber wenn sie Beschwerden macht, dann muss man halt sehen, was man damit zu tun hat. Die Spinalkanalstenose ist im Wesentlichen auch ein Alterungsprozess. Zwar kann man einen relativ engen Spinalkanal bereits angeboren haben, aber wenn darauf noch dann Verschleißerscheinungen kommen, dann wird es immer enger und dann können die Nerven und das Rückenmark, die da drin sind, in der Lendenwirbelsäule sind nur noch Nerven, kein Rückenmark, können diese komprimiert werden und Ärger machen dadurch, dass die Nerven gereizt sind. Die Wirbelsäule und die Wirbelkörper mit den Gelenken sind ein komplexer Apparat. Wir haben die Bandscheiben, wir haben die kleinen Wirbelgelenke. Und mit dem Alter nehmen diese Bandscheiben halt an Höhe ab. Sie verlieren an Wasser. Sie sehen hier, dass man später, wenn man älter ist, kaum noch eine Bandscheibe hat und dass diese Wirbelgelenke degenerieren. Und degenerieren bedeutet auch, dass sie häufig an Größe etwas zunehmen und dann möglicherweise auf die Strukturen dort treffen. Dies sind die sogenannten kleinen Wirbelgelenke. Wenn nur die betroffen sind, hat man in der Regel erstmal nur Rückenschmerzen. Man nennt das auch das Facettensyndrom. Die kleinen Wirbelgelenke heißen nämlich auch Facettengelenke.
Wenn es zu einem weiteren Verschleiß kommt, dann kommt es dadurch, dass diese kleinen, die Bandscheibe an Höhe abnimmt, zu kleinen Mikrobewegungen hier, und das macht einen sogenannten osteogenen Reiz, ähnlich wie bei einer Kallusbildung, bei einem nicht gut stehenden Knochenfraktur. Und dieser Reiz führt zu einer überschießenden Knochenbildung. Und Sie sehen das hier, wenn das immer dicker wird, was aus diesem Knochen wird. So sollte der eigentlich normal sein. Und wenn der hier so dick wird, dann wird natürlich auch der Kanal, der hier drin ist, in der Wirbelsäule eingeengt. So soll ein Kanal normalerweise aussehen. Sie sollen die einzelnen schwarzen Punkte, das sind hier die Nervenwurzeln, Sie sollen sie immer gut erkennen können. Und wenn das ganz verschlissen ist und eine Spinalkanalstenose vorliegt, dann sieht das so aus, dass hier gar kein Platz mehr für die Nerven ist. Hier sehen Sie eine Wirbelsäule in einer Kernspintomographie, die so in der Mitte durchgeschnitten ist. Hier ist hinten, vorne, unten, oben. Hier ist das Kreuzbein, der fünfte Lendenwirbel, der vierte Lendenwirbel. Und Sie sehen, hier ist der Wirbelkanal. Sie können hier die Nerven, und das Weiße ist Nervenwasser, ganz schön sehen. Aber hier auf den Bandscheibenhöhen ist das immer ein bisschen eingeengt. Hier sehen Sie eigentlich nur schwarz. Das weiße Nervenwasser um die Nervenfasern ist gar nicht erkennbar. Und wenn Sie hier durch diese Stellen mal einen queren Schnitt machen, dann sehen Sie das hier oben, dass da der Kanal noch relativ weit ist. Sie sehen das hier, das sind die gleichen Bilder. Sie können auch die einzelnen Nervenwurzeln drin erkennen. Aber hier auf Höhe der Bandscheibe und der dicken Wirbelgelenke ist es total zusammengedrückt. Sie sehen das hier, da können Sie gar nichts mehr richtig erkennen. Und dass das in vielen Fällen einem nicht gut tut, kann man auch gut verstehen. Wenn man eine solche Wirbelkanalstenose hat, dann hat man häufig gehstreckenabhängige Rücken-Beinschmerzen. Das heißt, man geht, es geht erstmal gut, aber nach wenigen Metern, am Anfang erst nach Hunderten oder Hunderten Metern, kommt es dann zu Rücken-Beinschmerzen. Wenn man sich dann hinsetzt, dann wird es häufig besser. Und ich zeige Ihnen gleich, warum das so ist. Diese Patienten gehen gerne vornüber gebeugt oder können gut Fahrrad fahren. Warum das so ist, werden Sie gleich auf den nächsten Bildern sehen. Die Symptome dieser Spinalkanalstenose habe ich hier nochmal aufgezeigt. Rückenschmerzen, Beinschmerzen, gehstreckenabhängige Beinschmerzen, Gefühlsstörungen und auch eine Schwäche. Manchmal ist das so, dass die Patienten tatsächlich merken, die dieses haben, wenn sie gehen, dass die Beine immer schwächer werden. Wenn sie sich hinsetzen, erholt sich das häufig. Wenn es ganz schlimm ist, kommt es dann auch zu Blasen-Mastdarm-Störungen. Und was wichtig ist, es bessert sich meistens im Sitzen oder wenn man sich nach vorne beugt. Es gibt eine andere Erkrankung, eine Gefäßerkrankung. Da bessert sich es einfach, wenn man stehen bleibt und nicht weitergeht. Das ist die sogenannte Claudicatio intermittens bei einer Gefäßerkrankung, wenn die Gefäße zu eng sind. Hier bei der Claudicatio spinalis, bei der Spinalkanalstenose, muss man sich in der Regel hinsetzen. Warum ist das so? Sie sehen einmal hier eine Wirbelsäule, eine Kernspintomographie bei einem Patienten, der steht, und hier, wenn er sich nach vorne beugt. Und was Sie sehen, dass der Kanal beim nach vorne beugen wieder etwas weiter wird. Und dadurch können sich die Patienten, die diese Beschwerden haben, ganz gut erholen. Warum ist das so? Das sehen Sie hier unten nochmal. Hier unten sind die Dornfortsätze, das sind also diese Dornfortsätze hier. Dazwischen ist ein gelbes Band. Und wenn man sich hinstellt, dann drückt zum einen dieses gelbe Band von hinten in den Kanal herein. Das ist hier der Kanal mit den Nerven. Und von vorne kommt hier die Bandscheibe, die sich so ein bisschen vorwölbt. Wenn man sich jetzt nach vorne beugt, dann wird der Abstand hier ein bisschen größer, die Bandscheibe wird etwas gedehnt und genauso auch dieses hintere Längsband. Und es gibt manchmal nur einen Millimeter oder ein bisschen mehr als einen Millimeter frei und dadurch wird der Kanal ein bisschen weiter. Deshalb können die Patienten, weil sie auch beim Fahrradfahren sie ein bisschen nach vorne gebeugt sind, ganz gut Fahrrad fahren ohne Beschwerden. Aber wenn sie stehen und gehen wollen, das ist dann eher in dieser Position, klappt das nicht, weil die Nerven zusammengedrückt. Hier ist das nochmal ein bisschen verdeutlicht, aber genau das Gleiche ist so. Deshalb kann man gut Fahrrad fahren, aber schlecht gehen.
wenn jemand eine solche Erkrankung hat, dann muss man, und der Arzt vor allen Dingen, der einen behandelt, ganz viele Differentialdiagnosen im Kopf haben. Also andere Diagnosen, die so etwas vortäuschen können. Das kann diese Gefäßerkrankung sein, das kann Bandscheibenvorfall sein, das kann eine alte Fraktur sein, das können aber auch zum Beispiel Tumoren, eine Polyneuropathie sein. Sie brauchen sich das gar nicht alles merken, aber der Arzt, der Sie behandelt hat, der muss all diese Erkrankungen immer im Hinterkopf haben und dran denken, dass da auch mal was anderes dahinter stecken kann. Wenn Sie untersucht werden, werden Sie natürlich erstmal befragt. Aber dann schaut man nach, ob irgendwelche Lähmungserscheinungen da sind, ob möglicherweise die Reflexe ausgefallen sind, ob Gefühlsstörungen da sind. Und man muss zumindest nachfragen, was mit dem Wasserlassen ist und mit dem Stuhlgang. Das gehört immer zur Grunduntersuchung. Wenn man den Verdacht hat auf eine solche Wirbelkanalstenose, dann muss man eine Bildgebung machen. Diese Bildgebung macht man heute mit einer Kernspintomographie. Das wird auch MRT oder NMR genannt. Das ist das Gleiche. Und da kann man dann sehr schön die Wirbelsäule sehen. Ich zeige Ihnen gleich noch mal ein paar Bilder. Wenn man jetzt einen Herzschrittmacher hat, ist das manchmal nicht möglich, eine Kernspintomographie zu machen. Dann reicht auch eine CT oder eine CT-Myelographie aus. Wobei die Computertomographie zwar für den Knochen sehr gut ist, aber nie so gut für die Weichteile wie die Kernspintomographie. Manchmal kann man auch Funktionsaufnahmen machen, dass man Röntgenaufnahmen oder auch eine Kernspintomographie macht, nach vorn gebeugter und in gestreckter Haltung. Und dann sieht man möglicherweise, ob sich das dort auch entsprechend einhängt. Hier sehen Sie jetzt ein paar Aufnahmen. Das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Hier ein normal weiter Wirbelkanal, hier ein ganz enger Wirbelkanal. Und hier sehen Sie in der Computertomographie diese knöchernen Veränderungen, die können Sie gar nicht so gut erkennen, aber die sind hier so ganz weiß dargestellt. Das sieht man natürlich in der Computertomographie besonders gut. Ein Problem, was wir häufig haben, dass Patienten nicht nur in einer Höhe, sondern in mehreren Höhen auch eine Wirbelkanalstenose haben. Und da ist es immer schwierig herauszukriegen, welche Höhe ist eigentlich genau betroffen. Hier auf der rechten Seite, das ist von einem anderen Patienten, ist eine Sache, die die ganze Sache sehr kompliziert macht, nämlich eine sogenannte Seitverbiegung, eine sogenannte Skoliose. Alles, was ich jetzt in den nächsten Minuten Ihnen noch über die Spinalkanalstenose erzählt habe, ist anders bei der Skoliose. Das macht alles sehr viel komplizierter. Darüber können wir gerne ein anderes Mal reden. Hier sehen Sie nochmal zwei Engen. Einmal hier mit einem ganz diskreten Wirbelgleiten und einer Bandscheibenvorwölbung. Was Sie noch sehen, dass die Nervenfasern hier so kriselig verlaufen. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn Sie sich nach vorne beugen, die Nervenfasern nach oben gezogen werden. Aber wenn Sie sich wieder hinstellen, Sie dann gar nicht runterrutschen können, weil das so eng ist. Und deshalb laufen die dann so gewellt darüber. Sie sehen das auch hier. Hier haben Sie ja noch ein deutlicheres Wirbelgleiten dabei. Und Sie sehen hier, dass diese Fasern auch so hin und her laufen. Es gibt Einteilung danach, wie stark denn diese Einengung ist. Nach Schizas, das soll Sie nicht im Weiteren so ganz besonders sein, aber was für Sie wichtig ist letztendlich, was Sie sehr schön auf diesen Bildern sehen, hier kann man das Weiße, das ist Nervenwasser, sehen um die Nervenwurzeln im Kanal. Solange man das sehen kann, ist das immer alles halb so wild. Schwierig wird es hier in diesen Sachen, in den sogenannten Schizas C und D Leveln, da ist gar kein Nervenwasser mehr, um die Nervenwurzeln zu erkennen. Und da wird es dann letztendlich für die meisten Patienten kritisch. Wenn es zu einer Höhenminderung der Bandscheiben kommt, dann sind natürlich die Bänder drumherum nicht mehr ganz so straff und deshalb kann es so zu Mikrobewegungen kommen. Und das sehen Sie hier auch einmal bei diesem Patienten. Da ist eine relativ deutliche Bewegung, wenn er steht, sich gerade hinstellt und nach vorne beugt, hier bewegt sich was. Das ist wichtig,
bei Patienten, wenn sich so viel bewegt, dann muss man möglicherweise auch bei einer Operation an eine Versteifungsoperation denken. Wenn wir nun die klinische Symptomatik haben und wir haben jetzt gesehen auf den Röntgenbildern und auf den kernspintomografischen Bildern, das ist so eng, dann müssen wir sehen, was machen wir. Natürlich vor einer Operation versucht man immer, ob man nicht vielleicht mit einer konservativen Behandlung zurechtkommt. Manchmal ist es auch so, wenn man eine kurze Zeit mit Schmerzmitteln behandelt, dass es sich erstmal wieder beruhigt für eine ganze Zeit. Man kann natürlich Physiotherapie machen, man sollte vielleicht auch Rückenschule machen, wie man sich richtig bewegt. Man muss aber sagen, dass gerade wenn es knöchern eng ist, Sie mit Krankengymnastik und Physiotherapie nicht mehr besonders viel machen können, weil durch die Krankengymnastik können Sie den Wirbelkanal nicht weiter öffnen. Sie kriegen diese knöcherne Enge durch die Krankengymnastik nicht weg. Deshalb ist bei einer Spinalkanalstenose die lang anhaltende, über viele Monate oder Jahre durchgeführte Krankengymnastik gar nicht zielführend. Man kann das und soll das mal probieren, aber wenn es nicht funktioniert, soll man bei den Spinalkanalstenosen, bei den knöchernen Spinalkanalstenosen nicht zu lange warten, dann sollte man das lieber operativ machen. Wann soll man denn nun operieren? Ja, man soll operieren dann, wenn man mit den Schmerzen nicht zurechtkommt. Wir nennen das therapieresistent. Das heißt, wir behandeln mit Krankengymnastik, mit Schmerzmitteln und es geht einfach nicht besser. Wir kommen nicht vom Fleck. Dann muss man an eine Operation denken. Früher noch soll man dran denken, wenn man Lähmungserscheinungen hat oder wenn man Blasenmastdarmstörungen, wir nennen das Cowder-Syndrom, hat. Dann soll man an eine Operation denken und dann soll man auch gerade bei Lähmungserscheinungen oder Blasenmastdarmstörungen sollte man das sehr zügig durchführen. Eine Operation ist heute in der Regel eine minimalinvasive Operation, wobei minimalinvasiv, ob das mit dem Mikroskop oder mit dem Endoskop ist, spielt weniger eine Rolle. Aber man muss sich immer genau auskennen. Wenn man nur so ganz kleine Zugänge macht, dann muss man immer sehen, dass man genau an die richtige Stelle geht. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und da ist ein großes Know-how notwendig, um zu sehen, ob man einen Zentimeter höher oder einen Zentimeter tiefer geht, ob man einen halben Zentimeter mehr zur Seite oder zur Mitte geht. Das soll dieses Bild hier darstellen. Der Neurochirurg weiß immer ganz genau, wo welche Nervenwurzel abgeht und kann das dann genau und richtig sehen und entscheiden. Hier sehen Sie mal, wie so etwas durchgeführt wird. Der Patient liegt auf dem Bauch. Der Bauch ist so ein bisschen oder der Rücken so ein bisschen aufgedehnt durch eine kleine Bank, die hier unten drunter liegt, die sogenannte Wilson-Bank. Hier sehen Sie das, wie wir operieren. Das ist mein Assistent, ich stehe hier. Das ist die Schwester, die instrumentierende Schwester. Und Sie sehen, wie groß ein Schnitt ist. Der Schnitt muss gar nicht größer als 1,5 Zentimeter, vielleicht mal 2 Zentimeter sein. Man kann ihn natürlich auch größer sein. Es kommt auch nicht genau auf den Hautschnitt an, sondern es kommt darauf an, natürlich, was man in der Tiefe macht. Wenn man so einen kleinen Hautschnitt macht, muss man aber immer sehen, während der Operation, ob man in der richtigen Höhe ist. Und das machen wir mit einem intraoperativen Röntgenbild, dass wir genau sehen, dass wir an der Stelle sind, wo wir gerne hinwollen. Und hier sehen Sie das nochmal mit dem Mikroskop, wie das unter dem Mikroskop aussieht. Da fräsen wir den Knochen auf und Sie sehen hier, wir fräsen den Knochen auf der einen Seite auf und dann schwenken wir das Mikroskop zur Gegenseite und nehmen das auf der Gegenseite auch weg. Und Sie sehen das, wie das hier aussieht. Hier sehen Sie ja hauptsächlich den Knochen. Hier ist jetzt postoperativ noch so ein bisschen Flüssigkeit und Blut. Und Sie sehen, wie schön der Kanal eröffnet wird durch einen sehr kleinen Schnitt. Hier sehen Sie nochmal Bilder vor einer Operation und nach einer Operation. Es geht nur hier um diesen kleinen Teil. Und der ist hier eröffnet worden. Und Sie sehen, dass nach der Operation das Nervenwasser wieder gut hin und her laufen kann, dass die Nerven wieder mit Nervenwasser umspült sind. Sie sehen, dass hier unten in 2 Schnitten, die so salamitechnisch durch den Körper durchgeschnitten sind, Sie sehen, das war der enge Wirbelkanal. Sie konnten die Nervenwurzeln gar nicht erkennen. Jetzt ist der Nervenwurzelkanal, der Spinalkanal wieder erweitert. Sie sehen die einzelnen Nerven und Nervenwasser drumherum.
warum ich dieses Bild auch gerne zeige, ist, dass hier das sogenannte kleine Wirbelgelenk ist. Und Sie haben hier gesehen, dass hier so ein ganz bisschen an Wirbelgleiten da ist. Bei diesen minimalinvasiven Operationen lässt man diese kleinen Wirbelgelenke weitestgehend intakt, damit es nicht zu einer Instabilität kommt. Und Sie sehen hier, diese Wirbelgelenke sind tatsächlich praktisch vollständig erhalten, nur gerade an den medialen, also an den mittleren Anteilen, die zum Wirbelkanal reichen, ist etwas entfernt worden. Und wenn man das so minimalinvasiv macht, ist eine Versteifungsoperation in der Regel nicht notwendig. Es gibt immer wieder einen Streit darüber, soll man das stabilisieren oder soll man es nicht stabilisieren? Und es gibt eine große Arbeit, die vor ein paar Jahren veröffentlicht worden ist, die einmal angeschaut hat, wie sieht das denn aus innerhalb von 5 Jahren, wenn man es stabilisiert oder nicht stabilisiert. Und man hat von den Stabilisierungen keinerlei Vorteile gesehen, man hat nur Nachteile gesehen. Man hat Nachteile gesehen mit einem größeren Blutverlust, mit längeren OP-Zeiten. Und deshalb sollte man das in der Regel vermeiden, es sei denn, man sieht eine erhebliche Bewegung vor der Operation, dann ist das etwas anderes. Aber man sollte in der Regel nicht im Vorhinein oder sofort das stabilisieren, weil man weiß, dass man in 95% der Fälle zu viel macht. In 5% hätte es sich vielleicht gelohnt, aber dann geht man lieber ein zweites Mal rein und macht dieses. Eine Versteifung ist in der Regel überflüssig. Aber wenn Sie so erhebliche Aufnahmen, Sie sehen hier Funktionsaufnahmen unter der Kernspintomographie haben, dann muss man doch auch sofort an eine Versteifung durchaus denken. Und die wird dann so durchgeführt, dass einmal die Bandscheibe entfernt wird, dann kommt hier ein kleiner Dübel rein und dann werden Schrauben in die Wirbelkörper rechts und links eingeschrieben, das eingedreht und dann kommen hier so Querstangen ran und damit wird das Segment versteift. Versteifung bedeutet aber nicht, dass Sie steif sind. Sie können dieses sehr gut in der Regel kompensieren mit den Nachbarnhöhen und auch mit den Hüften, dass Sie eigentlich eine Bewegungseinschränkung nicht oder kaum merken. Wenn Sie eine Spinalkanalstenose so operieren, wie ich Ihnen das gerade gezeigt habe, ist die Prognose exzellent. Sie haben Erfolgsquoten um die 90%. Die Risiken, wenn Sie das häufig machen, viel Erfahrung haben, sind sehr gering und das Risiko der Instabilität ist unter 5%. Deshalb keine sofortige Stabilisierung, sondern in der Regel nur eine Dekompression und die aber möglichst mikrochirurgisch minimalinvasiv. Und das ist natürlich unser Ziel, dass wir so etwas hinbekommen bei unseren Patienten, dass sie wieder so mobil werden, auch wenn das natürlich nicht immer klappt. Aber wir wollen natürlich mit einem möglichst geringen Eingriff alle möglichst mobil behalten. Leider ist das so, immer beim Operieren können wir nie einen Erfolg garantieren und es gibt auch manchmal halt unbefriedigende Ergebnisse. Auch wenn die Ergebnisse mit 80-90% super sind bei dieser Erkrankung, gibt es ein paar Sachen, die es nicht so gerne. Warum ist das manchmal so? Ja, man bekommt manchmal doch eine Instabilität, sodass man später eine Versteifung durchführen muss, was ich Ihnen ja gerade schon erklärt habe. Es können aber auch mal Narben entstehen, um die Nervenwurzeln, die zu erheblichen Beschwerden führen. Wenn die Indikation nicht richtig war, dann kann das natürlich gar nicht helfen. Und es ist nicht immer hundertprozentig eindeutig. Und gerade bei älteren Patienten, die mehrere Erkrankungen haben, kann es mal schwerfallen, die Diagnose hundertprozentig richtig zu stellen. Und da sieht man das manchmal auch. Es kann aber auch sein, dass vielleicht zu wenig Knochen dekomprimiert wurde, zu wenig Knochen weggenommen worden ist. Eine ganz wichtige Sache ist, wenn man raucht, hat man eine sehr viel schlechtere Knochenheilung. Und während man nachweisen kann, dass die Prognose super gut ist bei der Wirbelkanalstenose, fällt es bei einem Raucher deutlich schwerer, diese guten Ergebnisse so nachzuweisen. Rauchen ist nicht nur für die Lunge und für viele andere, fürs Herz-Kreislauf-System Gift, auch für die Wirbelsäule ist ein absolutes Gift. Und wenn man
Wirbelsäulenprobleme hat, wenn man noch nicht aufgehört hat, sollte man spätestens dann aufhören. Und wenn man operiert werden muss, ist die Prognose eines Rauchers sehr viel schlechter als eines Nichtrauchers. Wenn man zu spät operiert, also wenn man so lange gewartet hat mit einer Spinalkanalstenosenoperation, bis man schwere Lähmung hat, kommt man häufig zu spät und häufig können sich dann diese Lähmung und die Schmerzen möglicherweise gar nicht mehr bessern. Gerade bei den Schmerzen, wenn man lange Zeit Schmerzen gehabt hat, kann die in das Schmerzgedächtnis gehen und man hat die Ursache entfernt und das Schmerzgedächtnis meldet sich immer wieder zurück und man empfindet das weiterhin als Schmerzen. Sollte es zu einer Entzündung kommen, kann auch das gute Ergebnis dadurch leider verändert werden. Und was ganz wichtig ist, was man immer so im Hinterkopf halten muss, man wird halt auch älter. Durch eine Operation können Sie das Alter nicht stoppen. Sie können lediglich das, was durch diese Alterungsprozesse auf Nerven gedrückt hat, wieder in den Griff kriegen. Aber das altern Sie, leider altern Sie weiter, auch wenn Sie operiert sind. Wenn ich das einmal kurz zusammenfassen darf mit der Spinalkanalstenose, das sind einmal die gehstreckenabhängige Rücken- und Beinschmerzen, ist die Symptomatik. Und wenn Sie sich nach vorne beugen, wird es wesentlich besser. Deshalb können Sie gut Fahrrad fahren, aber schlecht gehen. Die Ursache dieser Symptomatik ist diese Spinalkanalstenose. Die konservative Therapie ist nicht so besonders erfolgreich, weil sie den Knochen nicht aufkriegt. Die Operationen sollten möglichst wenig invasiv sein, möglichst mikrochirurgisch und die hat dann exzellente Ergebnisse. Und Versteifungen sind häufig gar nicht notwendig. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie gleich Fragen haben an mich, dass Sie das jetzt schon sich überlegen und in den Chat eintragen, dass ich dann entsprechend auch antworten kann. Gut, hier gehe ich einmal durch diese verschiedenen Sachen. Ich hatte Ihnen schon anfangs gesagt, wenn Sie so Wirbelsäulenverkrümmungen haben, die so ganz ausgeprägt sind, da muss man sehr aufpassen. Wenn Sie anfangen, hier zu operieren, nur in einer Höhe eine Spinalkanalstenose zu operieren, dann wird diese Wirbelsäule später abrutschen und es wird vielleicht vorübergehend besser, aber später viel schlechter werden. Wenn Sie so etwas haben, dann entweder muss man das von oben bis unten stabilisieren, wie Sie das hier auf diesem Bild sehen, von einem anderen Patienten, oder aber Sie müssen sich auch, wenn ein Patient mit diesen Veränderungen kommt und schon 80 oder 85 ist, auch überlegen, ob nicht ein Rollator die bessere Alternative ist, ein kleiner Eingriff oder gar kein Eingriff, aber eine Entlastung der Wirbelsäule bringt. Sie sollen sich im Hinterkopf behalten, wenn Sie eine Spinalkanalstenose haben, haben Sie eine sehr gute Prognose. Wenn aber solche schweren Seitverbiegungen kommen sind, dann muss man große Operationen machen oder man muss auf eine symptomatische Behandlung zurückgreifen, wie zum Beispiel einen Rollator. Wenn man eine Spinalkanalstenose hat, ist es natürlich immer die Frage, wo soll man sich operieren lassen? Aus meiner Sicht ist es immer gut, dieses in einem Krankenhaus zu machen, möglichst einem großen Krankenhaus, wo rund um die Uhr jemand da ist, falls irgendetwas passieren sollte. Außerdem haben die großen Krankenhäuser natürlich eine exzellente apparative Ausrüstung. Neben den tollen Mikroskopen kann dort auch häufig eine intraoperative Überwachung gemacht werden der Nervenfunktion, was häufig zwar nicht notwendig ist, aber im Einzelfall doch von großem Vorteil ist. Und das können wir hier in Altona sehr gut. Wir sind groß genug, dass wir auch rund um die Uhr sie entsprechend versorgen können. Damit bin ich am Ende meines kleinen Vortrages. Wir sind stolz, dass wir jetzt von Focus zu einem der besten spezialisierten Kliniken in der Welt gewählt worden sind. Das können Sie auch nachlesen in dem Focus-Magazin. So, und jetzt bin ich am Ende. Und wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie bitte. Ich bedanke mich aber jetzt schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schaue jetzt mal gerade hier in den Chat, was hier da ist. Hier wird gefragt,
werden beim Fräsen im Spinalkanal keine Nerven und das Häutchen beschädigt der Nerven. Ja, wenn Sie unvorsichtig sind, schon. Aber wir fräsen ja unter dem Mikroskop einmal, dass wir die Nerven genau sehen. Wir müssen das auch gut spülen, dass es nicht zu heiß wird an den Nerven. Und können möglicherweise auch Nerven etwas abdrücken. Das ist unproblematisch, aber Sie brauchen viel Übung dafür, dass Sie das gut können. Und dann ist das ungefährlich. Operieren Sie auch Stenosen durch Tumore? Ist die nächste Frage. Wenn wir einen Tumor haben, dann wird natürlich erst der Tumor entfernt. Dann ist in der Regel ja der Nerv und die Nerven im Spinalkanal bereits weitgehend befreit. Und da muss man halt immer sehen, ob man möglicherweise, wenn denn auch Knochen zusätzlich drückt, da etwas weiter auch den Knochen entfernt. Aber wenn Tumor drückt, wird natürlich der Tumor entfernt. Wenn Knochen drückt, wird der Knochen entfernt. Jetzt steht hier, ab welcher Größe sollte man einen Tumor aus der Wirbelsäule herausnehmen? Zum Beispiel 50% der Raumforderung im Querschnitt. Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Es gibt Tumoren, die ganz gutartig sind, die gar keine Symptome machen, die trotzdem 50% des Wirbelsäulenkanals einengen. Die muss man möglicherweise gar nicht operieren, muss man aber weiter beobachten. Wenn man sieht, dass er wächst, dann sollte man ihn auf jeden Fall operieren. Aber wenn Sie einen Tumor haben, der möglicherweise sogar kleiner ist, aber auf einen Nerven drückt dabei, der vielleicht nur 25% des Volumens des Kanals einnimmt und er Beschwerden macht, dann sollten Sie schon dann operieren. Also man muss immer vorsichtig sein, wenn man einen Tumor hat, der wächst, der soll in der Regel entfernt werden, keine Frage. Ein Tumor, der klein ist, aber Beschwerden macht, den sollte man natürlich auch entfernen. Jeder Tumor, der Beschwerden macht, auch wenn er ganz groß ist, dann natürlich. Und wenn ein Tumor Lähmungserscheinung macht oder droht, zu einer Fraktur, zu einem Wirbelkörperbruch zu führen, dann sollte man ihn natürlich auch operieren, je nachdem, was es ist, vielleicht auch noch zusätzlich bestrahlen. Ich hoffe, ich habe damit diese Frage beantworten können. Jetzt schaue ich mal weiter in dem Chat. Jetzt sehe ich im Moment keine weiteren Fragen. Gut. Es ist so, wenn Sie weitere Fragen haben sollten, dann können Sie noch mal in gerne in unseren Chat gucken. Wir haben ja mehrere oder in unsere kleine Videoaufzeichnung, die wir haben. Vielleicht finden Sie da die Antworten. Oder wenn Sie Beschwerden haben, dann sollten Sie selbst Beschwerden haben mit der Wirbelsäule, dann sollten Sie sich auch vorstellen, damit wir Sie entsprechend beraten können. Jetzt sind wir langsam am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen jetzt gute, schöne Weihnachten, eine schöne Weihnachtszeit, eine friedliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie gesund. Alles Gute.